Guten Tag, Kameraden. Ihr seht, es ist ein neues Projekt. Ich habe es schon über Twitter angekündigt. Wenn dieses Video über YouTube laufen wird, bin ich froh, weil eigentlich dürfte es das nicht. Aber schauen wir mal. Ihr seht es ja schon am Titel Wolfenstein. Das Wolfenstein von 2009 von Raven Software, gepublished von Activision, so. Und ja, ich habe alle Einstellungen schon vorgenommen und so weiter und so fort. Zur Story werde ich noch hier ein bisschen was da erzählen, aber wobei eine Story von Wolfenstein uninteressant ist. Wer Wolfenstein kennt, weiß ganz genau, worum es geht, nämlich Nazis abknallen. So, Campaign. By the way, das ist die Uncut-Version, also 18+, und es ist auf Englisch, ja. Weil die deutsche Version, ich habe das Spiel damals gekauft, als es rauskam, nachdem sie es dann halt vom Markt genommen haben in Deutschland. Und ja, ich habe halt die englische Version mir direkt gekauft, weil die deutsche Version, das mit den Wölfen oder wie sie alle genannt werden, das ist Quatsch. Ist nicht cool, von daher. Ich mache ein New Game, ich habe schon mal angefangen das zu testen, ob ich nochmal in Wolfenstein reinkomme, deswegen machen wir ein New Game. So, und wir machen es auf, Don't Help Me, man muss mal auf Hard. Nazi Warship. Should we delay the missile launch on London? What? Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! USA headquarters. This is Agent B.J. Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Wolfenstein. Agent Blazkowicz, come in. Your mission on the Tirpitz was a success, BJ. She's at the bottom of the ocean. Thanks, but I'm more concerned about that medallion I found. So are we. Dozens of specialists are studying it right now. What have they found out? Very little, but enough for us to move forward. The medallion's a symbol that was used by an obscure clan of mystics. They worship something called the Black Sun. Who they were was lost centuries ago when the group was killed in a cataclysmic event. Then, just a few decades ago, the symbol was adopted by the Thule Society, a German occult group that has a number of high-ranking Nazis among its members. No doubt some of them are part of the SS Paranormal Division. They are indeed.
But even more intriguing than that are the crystals the medallion contains. They can only be found at one place on Earth, a city in Germany called Eisenstadt. We made contact with the resistance fighters of the Kreisau Circle there. They had some very interesting information. This is General Victor Zeta, a rising star in Himmler's paranormal division. In the last few weeks, he established a large operation in Eisenstadt. But what they're doing there is unknown. So you think the medallion was the result of Zeta's work? That's what we need you to find out, Agent Blazkowicz. Your orders are to travel to Eisenstadt, rendezvous with the resistance fighters, and assess the situation. Sorry to send you back into the field so soon, BJ, but you've dealt with this kind of thing before. You're the only man for the job. Not a problem. When do I get started? Immediately. Travel arrangements have already been made. The best of luck to you, Agent Blazkowicz. Thank you, sir. Und somit beginnt es. Ihr habt's ja gesehen, wir spielen BJ, also Blowjob, Blazkowicz. Den Protagonisten, den wir auch in Wolfenstein 3D gespielt haben. Und der eigentlich immer der Hauptprotagonist ist. Yes, yes. I come with you. So, ab in die Action. Direkt Kniescheibe offen, oder was? Schnell! Das Crouch C, okay. Ist echt lange her, seit ich das gespielt habe, aber ich finde es ist in der Wolfenstein-Community sehr verhasst, beziehungsweise es gibt einige Leute, die sagen, oh, dieses Spiel ist kacke, es spielt sich nicht gut, das mit dem Amulett ist scheiße. Aber ich finde das Spiel eigentlich okay. Also ich finde es gut gemacht. Es hat was von Return to Castle Wolfenstein, wer es noch kennt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, mit diesem ganzen okkulten Scheiß, der so abgeht und sowas, ne? Eigentlich ganz nice. Also, zur Mechanik muss ich nicht viel erklären. Das ist ein klassischer Ego-Shooter, wer es kennt. Agent Blazkowicz. I'm Eric Engel. I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis fanning out through the station. Somehow they know about you. But we can't leave yet. Turns out we've been handed an opportunity. A special operations train carrying experimental weapons is sitting at Platform 1. I hear you're up for a little diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Oh, once you're in town, you can get more ammo and upgrades. It's a black market. Also, hat uns schon suggeriert, wir bekommen auf dem Schwarzmarkt weitere. Ja, ja. Grab a weapon and let's go. Ja, ja. Gut, my friend. Ja, gut, my friend. It's a special operations train. Ah. Won't wait long. Now it's time to kill some German assholes. Ja. Nehmen wir erstmal nochmal mit, was hier rumliegt. Die Nazis kommen eh gleich rein. Ist er, dann ist er schon. Intelligence, 1 von 5. Intel. Don't let them see you. Quiet. Oh, ja. It's too dark. I can't see a thing. Go inside and look, Dummkopf! Das ist so geil. Hallo. Boom. Also ich muss sagen, selbst auf schwer damals fand ich es nicht schwer. Der einzige Unterschied zwischen dem härtesten Schwierigkeitsgrad ist, dass man mehr Schaden nimmt und man hat kein Fadenkreuz. Lecker. Was? Wow, wow, wow. Wo denn? Hä? Na, Boys. Was geht? Gar nicht wahr. Komm raus. Als ob ich dich nicht sehe. Ja, ja. Na? So, ihr seid schon tot. Ich habe übrigens auch Granaten. Falls das noch nicht bekannt sein sollte. So. So, hier Jungs. Hat's ja voll gebracht. Well done! Was, wo denn? Achso. Ah, fuck off. Richtung Lebensregeneration haben wir die Bloody Screen Lebensregeneration. Das heißt ja, wir haben ja keinen Health-Balken. Wir müssen also uns in Deckung begeben, damit wir heilen. Geht das auf? Nein. Komm, Alter.
Ich muss sagen, die Waffen klingen richtig geil und sehr kraftvoll. Also, der Sound der Waffen ist echt gut. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass wir die Munition immer aufheben müssen, dass er nicht automatisch drüber geht, um sie aufzusammeln. So, da haben wir noch eine Knarre. Ja, wir müssen gleich die Tür aufsprengen mit einer Bombe. So grob habe ich das noch im Kopf, wie es geht. Also es gibt hier in Wolfenstein nicht viele Spots, wo man irgendwelche Geheimnisse finden kann. Es gibt ein paar, aber nicht viele. Also es nimmt sich nicht viel. Meistens halt mehr Action und Straven. Die roten Fässer sind ganz cool, ich demonstriere das mal kurz. Können wir werfen. Macht's boom. Ja, ja. Press G to throw. So. Hui. Macht Spaß, bringt eine Menge Action. Let's see how you fared demolitions, BJ. Destroy that locked door. Geht klar. So, jetzt muss ich in die Tür aufspringen. Take cover! It's going to blow! Mhm. I'm heat down! Warum schießt er gegen die Wand? Was soll denn das? Wir können doch übrigens alle Waffen mitnehmen. Hilfe! Ach, ja, komm. Need to reload. Fang! Nimm doch lieber die MP, glaube ich. Das ist meine Lieblingswaffe. Kommt er jetzt raus oder nicht? So, erstmal das aufpicken. Die Kiste geht nicht auf. Das Witzige ist halt, dass jeder Munition droppt. Aber ich glaube, ich bin voll. Ja, kann nichts weiter aufnehmen. Doch, die... So, das Gewehr habe ich jetzt auch. Oh. That man is a spy! That man is a spy! Let's go! Ah, da. Take cover! Everyone move up! Uiuiui. Look out, loading! Help the fact! Ja, das Nachladen dauert immer so ein bisschen. So, die Gegner sind eigentlich mehr Munitionsfresser. Besonders schwer sind die nicht. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Feinden. Es gibt dann noch die Okkultisten und so weiter. Das werden wir noch im Laufe des Spiels sehen. Wenn das Spiel überhaupt möglich ist, auf YouTube zu laden. Das ist halt die Frage. Wenn ihr dieses Video seht, hat's geklappt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn es ist in... Vor Eisenstadt! Hi. Mhm. Wo ist er denn? War doch eben noch da. Da haben wir noch eine Akte oder sowas. Die Sounds sind geil. Hold F to read, Intel. I was just told that a growing amount of munitions are lost while being moved from the train cars to the trucks bound for military bases. This is most likely the work of the black market. Additional guards are being posted, but I would ask you all to be on the lookout for any suspicious characters. I'm not a suspicious character. Nein, nein! Run to the hiding spot. Ja, ja. Ah. Das ist ein Explosionsfass. Trifft er das nicht? BJ, lad mal schneller nach, bitte. Problem gelöst, ne? Mit der rechten Maustaste können wir in den Zoom gehen. Das geht. Irgendwas? Da ist noch ein Dokument, oder? Ne.
Dass die anderen auch nichts machen, ne? That's the train. We're running out of time. Ja. Was für ein Grenade? Da unten sind die, oder was? Schnauze. Ja, die MP40. Genau, das ist meine Waffe der Wahl. Es gibt halt eh fast ausschließlich Bleipumpen, aber es gibt auch so besondere Waffen. Besonders eine, die finde ich gut. Die mag ich. Hort. Finde ja dieses cool Nazi-German eigentlich total geil. Das ist da wohl lustig. Ich verstehe halt nicht, warum Wolfenstein so in Verruf geraten ist, halt wegen diesen ganzen Nazi-Anleihen und den Flaggen hier, die wir sehen. Pff, das ist nicht völlig egal. Für mich ist es ein Shooter. Ich hab Bock auf einen Shooter. Das ist halt immer was anderes als irgendwie Call of Duty oder Battlefield oder so. Hoppala. Einer von unseren. Man is a spy! Ich liebe diesen Satz. Granate. Weg. Jo, lass mich mal hier vorbei, bitte. Ja, take cover. Ich nehme Cover. Scheiße! Scheiße! Ich liebe es. So, da ist die K98. Ja, ich bin dran. Stress mich nicht. Halt mal einen nach dem anderen hier aus. Scheiße. Wieder eine Granate. Stimmt, ich habe ja auch noch zwei, ne? Okay, warte. Nimm die Granate jetzt. So. Kommen jetzt gleich hier raus. Ne, da kommen sie raus. Also Uncut-Version im Sinne von Blut und Gore. Das heißt, wir können auch Körperteile. Wir können auch Körperteile abschießen. Das ist, ich erkläre es mal kurz, das sind Low-Gravity-Fässer. Das heißt also, das ist so eine Erfindung dieser Okkultisten. Das heißt, wir können quasi dann, Gegner, wenn wir das auf die Gegner werfen, wird alles langsam. Wir können die dann abballern in der Luft oder so. Westlich. Eigentlich kann man hier sich gar nicht verlaufen, wir müssen immer nur dem Marker folgen, dieser Stern. Echt? Bin voll mit Muni, oder? Ja. Okay. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Ah, oh, die Sprit-Animation ist echt schlimm. Kriegst du echt leicht eine Motion Sickness. Hab ich das Gefühl. Also die Rennanimation. So, ich nehme die MP wieder. Komm jetzt hier. Hui! Schönes Hitlerbild. Moin. What the hell ist das? Da hat er keinen Kopf mehr. Die in der Luft schießen, ne? Lustig. Das ist dieses Low-Gravity-Feld. Einer schießt doch noch, oder? Was tut das?
Was der Hell ist das? Es ist halt alles hier echt purer Nazi-Trash, also. Eine tiefe Story brauchen wir hier eigentlich gar nicht. Wenn ihr... Ui, wieder. Es macht unglaublich Spaß. Ich find's geil. Also mir gefällt das Spiel super. Da nicht diese Low-Gravity-Teile. Granate. So. Who did this? Let it down! What the hell is this? Na? So, ich muss hier lang. This way! Die sind schön gebrutzelt. Fresche Boys sind das hier. Press F. Into the dark. Mission complete. At the train station, I made contact with Erich Engel of the Kreisau Circle. Unfortunately, there's a mole somewhere. The Nazis knew about my arrival. We managed to fight our way out and destroy a special operations train along the way. It carried some unusual munitions that canceled gravity when it detonated. Everything floated to the ceiling. No doubt this has something to do with General Zeta and the Thule Medallion. I hope to find out more when I meet up with Caroline Becker, the leader of the Kreisau Circle. Mission complete. Gold 1 von 11, Intel 2 von 5. Ja, wieder so Zeugs vergessen. Na gut. Greetings, Agent Blaskowitz. I was sent by the Kreisau Circle to familiarize you with the city. Here's a map of the Midtown section of Eisenstadt. I have highlighted the essential areas and will update the map as needed. Genau, wir haben hier quasi jetzt eine Map von Eisenstadt, wo wir jetzt gerade sind. Und der Marker zeigt uns, wo wir den Black Market finden, ne? Dieses Black Market Safehouse, dann haben wir noch Kreisau Circle Safehouse, können wir speichern. Und Golden Dawn Safehouse, aber das erkläre ich noch bei Gelegenheit. Objectives. During your missions, note anything unusual, so that you can brief us later. Genau, hier haben wir dann quasi unsere Objectives. And please gather any intelligence documents that you find, such as maps, orders or blueprints. Genau, hier wird alles aufgebaut, was wir im Laufe des Spiels finden. Er erklärt es ja eigentlich schon auf Englisch, aber ich übersetze es nochmal gerne. Proceed to access the upgrade tab. The black market operates in secret locations across the city. I have marked some of them on your map. Go there to purchase ammunition and upgrade your weapons. Genau, das ist auch nochmal neu in Wolfenstein. Wir können jetzt quasi unsere Waffen upgraden. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also mir gefällt das persönlich. Gibt ja andere Leute, die sagen, Waffenupgrade brauche ich nicht, das ist lame. Warum machen die Waffen schlechter, damit man sie upgraden kann? Das ist halt immer eine Frage, wie man es sieht, aber ich persönlich finde das eigentlich eine coole Idee. You will find your journal to be an invaluable tool. Consult it often. Genau, hier sehen wir quasi nochmal eine Statistik von dem, was wir bisher erhalten haben. So. No doubt you need to resupply after that battle at the train station. Follow me to a black market hideout that's close by. Then I'll take you to meet Caroline. So, wir gehen jetzt in den Black Market, aber... für die erste Folge Wolfenstein würde ich sagen, war es das erstmal. Wir haben jetzt schon 25 Minuten auf der Uhr, aber oh, es macht mir so Spaß. Es ist cool einfach. Es ist echt ein gutes Spiel. Ich weiß nicht, warum dieses Spiel eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es hätte bekommen sollen. Also schade eigentlich, aber werden wir mal sehen. Ich werde mal den ersten Part auf YouTube hochladen und danach der Veröffentlichung mal gucken, ob das Video noch auf meinem Channel bleibt oder nicht. Aber wie gesagt, eigentlich auf dem Index, aber egal. Versuchen kann man es ja. Ich habe nämlich gesehen, dass andere Leute es auch hochgeladen haben, von daher, hey, warum nicht mal versuchen? YouTube wird mich schon melden, falls was ist. So, also dann, bis zum nächsten Mal bei Wolfenstein.